Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Ich bin leider kein Rockstar. Ich habe nicht mal eine Pilotenlizenz. Singen kann ich auch nicht. Ich versuche es trotzdem einigermaßen nett und unterhaltsam zu machen und auch noch ein bisschen was zum Thema agile Methoden zu sagen. Vielleicht bevor ich noch gleich etwas mehr zu mir sage, bevor Sie mich ein bisschen besser kennenlernen, würde ich gerne Sie ein wenig kennenlernen. Wer von Ihnen hat denn ein Bild davon, was agile Methoden sind? Vielleicht mal ein Handzeichen. Ja, das ist schon mal super. Vielen Dank. Wer von Ihnen hat denn vielleicht eine Scrum Master Ausbildung? Oh ja, das ist ja auch eine Riesenmenge. Und wer von Ihnen setzt agile Methoden wirklich weitreichend ein? Dann noch eine letzte Frage. Wer von Ihnen hat denn vielleicht schon an der Studie teilgenommen oder kennt den Studienbericht von Status Quo Agile? Das sind dann schon weniger. Gut, dann habe ich vielleicht das ein oder andere Spannende für Sie zu erzählen. Wunderbar. Agile Methoden, jetzt seit über 10 Jahren ein Thema und wie ich wahrnehme, zunehmend ein Thema auch im klassischen Projektmanagement. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit dem Thema und wenn ich vor, ich sag mal, 4, 5 Jahren die gleichen Fragen gestellt habe, die ich jetzt eben gerade gestellt habe, da gingen praktisch gar keine Hände hoch. Da verändert sich ganz massiv was und ich glaube, dass es spannend ist, wenn wir uns mal eine Analogie anschauen. Wir sehen immer wieder, dass es disruptive Veränderungen gibt, zum Beispiel hier beim Hochsprung, also der Flop, der eine vollständig neue Dimension eröffnete, wie hoch man springen konnte, indem man nicht mehr den Scherensprung oder die Frontalhocke nahm. Das Gleiche haben wir gesehen zum Beispiel beim Skifliegen oder Skispringen, wo der Fauststil dann auf einmal nochmal einen richtigen Durchbruch brachte. Und ja, das ist für mich die Frage, gilt das eventuell auch für agile Methoden, die Aufgabenstellung des Projektmanagements? Dinge, die einzigartig in der Summe ihrer Eigenschaften sind, die werden immer wichtiger. Können wir vielleicht noch was lernen von den agilen Methoden? Können wir da noch was mitnehmen? Gibt es sozusagen eine Übertragung? Auch da ist das jetzt sozusagen der V-Sprung für das Projektmanagement. Stellen agile Methoden also eine disruptive Verbesserung dar und lösen sie eventuell sogar das klassische Projektmanagement ab? Das waren so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben mit der Studie Status Quo Agile. 2, 3 Worte zu meiner Person. Ich bin Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule in Koblenz, habe vorher 10 Jahre lang mich mit Projektmanagement, Prozessmanagement im IT-Bereich auseinandergesetzt, sehr viel Reorganisation, Ablauforganisation, aber auch IT-Einführungsprojekte, SAP-Projekte zum Beispiel. Leite jetzt das BPM-Labor für Business Process Management und Organizational Excellence. Bin nebenher auch noch wissenschaftlicher Leiter der Rechenzentren und betreibe seit einiger Zeit das Praxisforum BPM und ERP und das IT-Radar gemeinsam mit dem Kollegen Gadatsch von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Certified Scrum Master bin ich auch. Und wenn Sie weitere Informationen gerne haben möchten, unter www.comus.de finden Sie das. Da finden Sie auch all die Folien und sogar noch ein paar mehr, die ich hier heute zeige. Und über status-quo-agile.de können Sie auch den Studienbericht anfordern und weitere Informationen dazu finden. Die Zeit ist recht kurz für so ein umfangreiches Thema. Das sind die Inhalte, die ich anreißen möchte. Motivation, persönlicher Hintergrund, habe ich schon was dazu gesagt. Dann möchte ich zur Studie was sagen, wie die aufgebaut war. Nutzungsdauer, seit wann nutzen Unternehmen oder Personen agile Methoden und wofür? Welche Methoden werden besonders intensiv genutzt? Wie erfolgreich ist das? Und dann schließlich die Frage, wie wird das gemacht? Wird das gemischt? Wird das getrennt gemacht? Und welche Einzeltechniken innerhalb der gesamten Methoden werden eingesetzt? Und dann schließlich möchte ich ganz kurz so ein bisschen ausholen dazu, wann nutze ich am besten welche Technik, wie lassen sich die Dinge miteinander kombinieren. Zur Studie, Status Quo Agile 2014. Die Studie ist eine Neuauflage oder eine Wiederholung. Wir haben das erste Mal bereits 2012 die Studie durchgeführt. Damals hatten wir über 300 Teilnehmer. Dieses Mal wieder mit der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement und der IPMA haben wir auch noch den Schritt gemacht, dass wir über den deutschsprachigen Raum hinausgegangen sind. Wir haben diesmal über 600 Teilnehmer
und was ich besonders spannend finde, aus über 30 Ländern. Das Ganze hat auch eine umfassende Resonanz in den Medien, in den Blogs und so weiter gefunden. Wie Sie schon sagten, das Thema agile Methoden beschäftigt augenscheinlich. Das merke ich auch an der Resonanz bei mir persönlich bezüglich unserer Studienergebnisse. Nichtsdestotrotz, auch wenn es eine internationale Studie ist, muss man sagen, Schwerpunkt war schon das deutschsprachige und insbesondere Deutschland. Aber immerhin über 600 Teilnehmer. Repräsentativ wird sowas wahrscheinlich nicht vollständig sein. Aber ich denke, es sind zumindest mal ein paar interessante Ideen und Anregungen, die man daraus nehmen kann. Was kam also dabei raus? Zunächst mal, seit wann und wofür werden agile Methoden genutzt? Und wir finden ein Ergebnis, was interessanterweise in ähnlicher Form auch schon vor 2 Jahren zu sehen war, dass nämlich der Schwerpunkt der Aufnahme der Nutzung in den letzten 4 Jahren war. Das lässt sich eigentlich nur so interpretieren, dass sozusagen diese Welle zunehmend noch größer wird und immer noch sozusagen vorne in der Welle diejenigen sind oder in dem Hauptteil diejenigen sind, die noch relativ jung sich mit dem Thema auseinandersetzen. Passt ja auch mit dem zusammen, was ich persönlich erlebt habe, dass vor 3, 4 Jahren das Thema teilweise sogar noch unbekannt war. Inzwischen ist es relativ bekannt und findet immer breiter anscheinend Nutzung. Wofür wird es eingesetzt? Agile Methoden kommen ja ursprünglich aus dem IT-Umfeld, das Agile Manifest. Da steht immer dieses Wort Software als Begriff drin. Wenn ich das durchgehe in meinen Trainings oder wenn ich das durchgehe in meinen Veranstaltungen an der Hochschule, blutet mir jedes Mal das Herz, weil eigentlich sind das in meinen Augen keine Methoden, um Software zu entwickeln, sondern um viel generischer Produkte zu entwickeln. Und es muss nicht nur Software sein, es kann auch Software sein. Und entsprechend wird das, glaube ich, auch langsam verstanden. Agile Methoden werden nach wie vor vornehmlich eingesetzt in der Softwareentwicklung. Ja, das ist der Balken, den wir hier links sehen. Aber auch für IT-nahe Themen, also Einführung von Standardsoftware, wie zum Beispiel SAP, wird es eingesetzt. Das Vorgehensmodell der SAP, das ASAP, hat inzwischen auch eine agile Erweiterung. Wir finden es zunehmend in anderen Themen. Agile Elemente werden auch im klassischen Projektmanagement selbst ohne IT-Bezug zunehmend eingesetzt. Welche Methoden innerhalb der Familie der agilen Methoden haben die größte Bedeutung? Agile Methoden, das steht ja für eine Vielzahl von Einzelmethoden. Das war eine der zentralen Fragen, die wir gestellt haben. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Scrum, zumindest in unserer Stichprobe, mit Abstand die wichtigste Methode. Zentrale Bedeutung oder wird genutzt neben anderen Methoden bei Scrum weit über 80%. Direkt danach kommt Kanban, also jetzt nicht das Kanban aus der Logistik, sondern IT-Kanban als weitere wichtige Methode. Und dann kommen die ersten Methoden, die wirklich stärker, sag ich mal, softwareorientiert sind, Extreme Programming oder Feature-Driven Development. Dann aber wiederum 2 Methoden, die eben nicht softwarespezifisch sind, nämlich Lean und Design Thinking. Andere Methoden, wie zum Beispiel Klassiker eigentlich wie Crystal, spielen augenscheinlich eine sehr geringe Rolle, zumindest in der Stichprobe, die wir hier haben. Eine spannende Frage ist natürlich, wie erfolgreich sind agile Methoden? Bringt das denn überhaupt was? Hat das eine Basis, dass jetzt immer mehr über agile Methoden gesprochen wird? Und zumindest wiederum nach unseren Studienergebnissen muss man ganz eindeutig sagen, ja. Also 4/5 der Teilnehmer in unserer Studie sehen eine Verbesserung durch agile Methoden allgemein. Das haben wir uns aber noch viel genauer angeschaut. Wir haben nach verschiedenen Kriterien gefragt, wie sieht die Bewertung der praktizierten agilen Methoden aus? Also das heißt jetzt verschiedene agile Methoden. Wenn Teilnehmer angaben, dass sie mehrere Methoden intensiv nutzen, dann haben sie halt diese verschiedenen Methoden jeweils bewertet. Das ist jetzt die Aggregation davon. Und was Sie wiederum sehen, sehr gut oder gut als Bewertung, die gesamte Leistungsfähigkeit bei praktisch 80%. Besonders bei solchen Themen wie Ergebnisqualität, Mitarbeitermotivation finden wir interessanterweise wirklich sehr gute Ergebnisse. Wieder, wie auch vor 2 Jahren, sehen wir bei Termintreue die schwächste Ausprägung. Was überraschen mag auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick
gibt es zumindest Vermutungen dazu, woran das liegt. Wenn ich eine Methode wie Scrum habe mit dem Timeboxing, dann bin ich sozusagen qua Methode termintreu und deswegen macht die Frage in dem Sinne eigentlich gar keinen Sinn. Bei Scrum passe ich ja das Ergebnis an und nicht die Timebox. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum das eher schwach bewertet wird. Aber das kann ich nur vermuten hier. Spannend ist es auch nochmal, wenn ich die agilen Methoden insgesamt mit der meistverbreiteten agilen Methode, mit Scrum, vergleiche. Da sehen wir nochmal deutlich bessere Ergebnisse. Die Einschätzung der Scrum-Nutzer ist nochmal deutlich besser als wiederum die der agilen Methoden insgesamt. Hier aber auch wieder ein ähnliches Profil, Termintreue am schwächsten, Themen wie gesamte Leistungsfähigkeit, Transparenz, Mitarbeitermotivation und Ergebnisqualität stechen besonders weit heraus. Spannend jetzt natürlich die Frage, wie sieht das aus im Vergleich zum klassischen Projektmanagement? Wie hoch ist die Zufriedenheit im klassischen Projektmanagement? Vielleicht war die Fragestellung ja so ausgerichtet, dass man irgendwie das positiv empfinden musste oder dahin verleitet hat, oder die Stichprobe waren besonders positive oder glückliche Menschen. Da ist es interessant, den direkten Vergleich mal herzustellen. Das haben wir getan, indem wir gefragt haben, wie viel Prozent Ihrer Projekte bzw. Prozesse, bei agilen Methoden kann ich ja nicht mehr von Projekten sprechen, wie viel Prozent Ihrer Aktivitäten sind also erfolgreich? Beziehungsweise zu wie viel Prozent? Und wenn wir uns jetzt das hier auf der linken Seite bei den agilen Methoden zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass circa ein Viertel, 24% der Teilnehmer sagen, zu 90-100% sind wir erfolgreich, weitere 28% zu 80-89%. Das heißt, wir haben auch den Median in diesem Bereich 80-89%. Wenn wir im Vergleich dazu uns hier auf der rechten Seite die Antworten zum klassischen Projektmanagement anschauen, sehen wir, die Zahlen sind schlechter und wirklich auch signifikant schlechter, jetzt auch im statistischen Sinne entsprechend getestet. Also innerhalb der Stichprobe sind die Bewertungen der Erfolgsquoten für klassisches Projektmanagement signifikant schlechter als die für agile Methoden. Wie gesagt, es hängt immer von der Stichprobe ab, aber statistisch signifikant ist es und ich denke mir, spätestens das sollte ein Weckruf sein für diejenigen, die sich noch nicht mit agilen Methoden auseinandersetzen. Wenn wir uns die Bewertung im Einzelnen anschauen, verschiedene Methoden in den verschiedenen Kriterien hier und wir schauen jetzt mal nur auf Scrum und klassisches Projektmanagement, dann sehen wir, dass Scrum, also hier der linke dunkelgrüne Balken, immer im Vergleich zum roten Balken jeweils deutlich besser ausgeprägt ist. Innerhalb der Studie in allen Teilkriterien waren die Bewertungen für klassisches Projektmanagement weniger gut als für agile Methoden. Kommen wir damit zu der, wie ich denke, spannendsten Frage. Reden wir eigentlich davon, dass wir uns für das eine oder das andere entscheiden? Oder reden wir eventuell eher davon, dass wir eben nicht so einen disruptiven Wandel haben, dass wir von schwarz nach weiß gehen, sondern dass wir vielleicht einen Wandel haben in dem Sinne, dass Dinge sich weiterentwickeln und vermischen? Und dazu vielleicht nochmal so der Eindruck, den ich auch, ich bin sehr viel auf agilen Konferenzen, sehr viel in der agilen Community unterwegs, und habe insbesondere so vor der ersten Studie, die wir vor 2 Jahren durchgeführt haben, immer so den Eindruck gehabt, boah, Wahnsinn, wie machen die das alle? Wie kriegen die das in ihrer Organisation hin, nach diesen agilen Spielregeln zu arbeiten? Die sind ja recht anspruchsvoll, wie das Team zum Beispiel geschützt wird, wie sehr ich mich auf ein Thema konzentriere, wie viel Disziplin da drin ist. Und ich habe immer gedacht, das ist ja wirklich super, dass sie das alle so schaffen. Vor allen Dingen, wenn sie auf den Konferenzen sind, zumindest nach meiner Wahrnehmung, wird immer nur darüber gesprochen, wie man sozusagen die Methode noch weiter perfektionieren kann. Es wird aber wenig darüber gesprochen, wo sozusagen die Kompromisse sind und wo man vielleicht auch mal ja, die berühmten 5 gerade sein lässt. In der Studie 2012, genauso wie in der Studie 2014, sprechen die Zahlen aber eine vollständig andere Sprache. Wenn Sie sich mit mir diese Chart hier mal anschauen wollen, dann sehen Sie, dass ja, wir haben 15% der Teilnehmer, die machen klassisches Projektmanagement. Die Zahl ist sicherlich in der Grundgesamtheit deutlich höher. Wir sind froh, dass wir überhaupt in einer Studie über agile Methoden so viele Vertreter klassischen Projektmanagements als Referenzgruppe dabei haben. Aber innerhalb der Agilen sind gerade mal 21% der Teilnehmer, die von sich sagen, wir sind durchgängig agil. Das ist die kleinste von den 3 Gruppen, die wir angeboten haben.
Die beiden größeren Gruppen sagen, entweder wir gehen selektiv vor, das heißt für die eine Aufgabenstellung gehen wir agil vor, für die andere gehen wir mit klassischem Projektmanagement vor, oder sie sagen, wir gehen hybrid vor, wir mischen Elemente aus den verschiedenen Methoden miteinander. Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, wie soll es anders gehen? Wie gesagt, für mich war es insbesondere vor 2 Jahren eine gewisse Überraschung, weil ich die Darstellung in beiden, ich sag mal, Lagern immer so hörte, als ob man entweder das eine oder das andere machen würde. Zumindest nach unseren Ergebnissen mit über 600 Teilnehmern sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Was aber auch wiederum nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn wir jetzt wiederum diese Erfolgsaspekte, die wir eben hatten, uns jetzt differenziert nach diesen Anwendungsformen anschauen. Und da habe ich Ihnen mal 2 Slides mitgebracht. In der Studie haben wir das noch in vielen anderen Aspekten durchkonjugiert. Eigentlich kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Erfolgsquote nochmal, also die Chart, die wir eben gesehen haben, wie viel Prozent sagen, sie sind zu wie viel Prozent erfolgreich. Aber jetzt mal differenziert nach durchgängig agil, hybrid und selektiv. Und was wir hier finden, ist, dass diejenigen, die sagen, die von sich selber sagen, wir sind durchgängig agil, wir machen also Scrum by the book, so wie es sozusagen in den Lehrbüchern steht, die sagen, in dieser Auswertung, sie sind am erfolgreichsten. 68% sagen, sie sind in ihren Projekten zu über 80% erfolgreich. Die selektiven bzw. hybriden sind deutlich geringer in dieser Klasse vertreten. Das heißt, da gibt es deutlich mehr, die sagen, wir sind auch unter 80% erfolgreich. Wie gesagt, noch schlechter diejenigen, die klassisches Projektmanagement betreiben. Das haben wir in den verschiedensten Kategorien uns angeschaut und das ist eigentlich ein sehr stabiles Bild. Immer wieder, ja, die meisten Nutzer nutzen selektiv oder hybrid, aber diejenigen, die durchgängig agil nutzen, sind noch erfolgreicher als die anderen. Jetzt muss man natürlich immer sehen, wir haben hier nur ein ganz kleines Guckloch, wo wir durchschauen. Natürlich wissen wir nicht, was in den Unternehmen los ist. Vielleicht sind diese Unternehmen sehr starr in ihren Strukturen, haben ganz schlechte Voraussetzungen auch für klassisches Projektmanagement und können deswegen überhaupt nicht rüber switchen auf durchgängig agile Methoden, weil die Kultur es zum Beispiel nicht hergibt und haben deswegen schon eine sensationelle Verbesserung. Und die anderen Unternehmen, vielleicht wären die auch so oder so mit klassischem Projektmanagement viel erfolgreicher, weil die Voraussetzungen besser sind. Wir können hier ja nur so partielle Korrelationen herausarbeiten. Wir können das Spiel so weit treiben, dass wir uns den Unternehmenserfolg anschauen. Und beim Unternehmenserfolg sehen wir nochmal genau das gleiche Bild. Die sich selbst als erfolgreichst einschätzenden Unternehmen sind die agilen Puristen. Vielleicht sind die auch einfach glücklichere, positiver denkende Menschen, wie auch immer. Aber das ist das, was die Zahlen jetzt soweit erstmal hergeben. Also ich fasse vielleicht mal so ein paar Zwischenergebnisse zusammen. Agile Methoden, nach meiner Wahrnehmung oder nach den Zahlen immer noch im Aufbau. Wichtigste Methode ist Scrum. Scrum und agile Methoden insgesamt erfolgreicher nach Eigeneinschätzung der Nutzer als klassisches Projektmanagement. Innerhalb der agilen Methoden eine Mehrzahl derjenigen, die nicht nur pures agiles Management betreibt, aber diejenigen, die, also die durchgängiges agiles Management betreiben, sind erfolgreicher als alle anderen. Was sind die Unterschiede zwischen 2014 und 2012? Ehrlich gesagt, ich hatte es in die Ankündigung reingeschrieben, bevor wir die Ergebnisse hatten. Die Unterschiede sind gar nicht so groß, abgesehen davon, dass sozusagen der alte Trend aus 2012 sich fortschreitet. Also nach wie vor Scrum, IT Kanban, die wichtigsten Methoden. Design Thinking vielleicht ist dazugekommen, hatten wir aber vorher auch nicht drin. Selektive oder hybride Anwendungen meistens, höherer Erfolg und außerhalb der IT, die Nutzung von agilen Methoden ist relevant, aber durchaus immer noch nicht die Mehrheit. Das sind einfach mal so der Vergleich zu der Studie von vor 2 Jahren. Jetzt möchte ich noch in der verbleibenden kurzen Zeit auf den Punkt eingehen, der mir eigentlich am meisten am Herzen liegt, nämlich, was heißt das denn jetzt, wenn wir sehen, dass so viele Unternehmen hybrid arbeiten, also irgendwie diese Methoden mischen? Und geht das überhaupt? Und da suche ich den Einstieg mal darüber, dass ich Ihnen ein Ergebnis unserer Studie zeige, welche Methoden sind denn am verbreitetsten. Ich weiß nicht, wie weit das hinten noch lesbar ist. Wie gesagt, die Folien finden Sie auch über die Studie bzw. über komus.de. Aber ich lese mal so die wichtigsten Sachen vor. Der berühmte Daily, der namensgebende Daily Scrum
fast 90%, dass er genutzt wird bei allen agilen Anwendern jetzt zusammen. Dann kommen die User Stories, dann kommen Product Backlogs, Sprint Reviews, Sprint Backlogs, Sprint Retrospective, Burndown Chart, selbstorganisierende Teams und dann wird es, sage ich mal, auch langsam weniger. Was ich aber ganz spannend finde daran ist, alleine wenn man sich diese Chart hier anschaut, sieht man, dass es überhaupt keinen Grund gibt, bei den meisten Methoden sozusagen zu sagen, man muss hart von der einen Methode auf die andere umsteigen. Bei gewissen Aspekten muss man das machen, wenn man zum Beispiel das Timeboxing, also diese berühmten Sprints beim Scrum einführen will, weil das wirklich eine grundlegende Drehung in der Denke bedeutet von dem klassischen Projektansatz, was will ich, sag ich dir und du sagst mir, wie lange das dauert und welche Ressourcen du benötigst, also ich definiere Q und Kosten und Zeit werden daraus abgeleitet. Im Scrum ist es andersrum mit den Timeboxes, da ist Zeit und Kosten definiert und ich gucke dann, welches Q ich jeweils in die Timeboxes reinbekomme. Das ist ein grundlegender Wechsel, den kann ich schlecht so halb mal machen. Aber andere Punkte, wie eben zum Beispiel ein Daily Scrum, ja, was spricht denn dagegen, dass wir uns im Projekt täglich treffen? Oder wie es dann halt oftmals ist, meinetwegen wöchentlich treffen. Wir sollten halt miteinander reden, das wäre ein guter Plan. User Stories, ja, wer die noch nicht eingesetzt hat, kann ich nur sagen, warum nicht? Also ein geniales Werkzeug, unglaublich gut, um zu klären, was die Auftragslage ist. Passt perfekt auch ins klassische Projektmanagement rein. Product Backlog, oder ich fasse es sogar noch mal ein bisschen weiter, Product Owner. Ich habe oftmals die Diskussion in den Trainings, die ich gebe in den Unternehmen, bei uns, da weiß ich gar nicht, wie wir ein Product Owner, wie wir das machen sollen, wer soll das machen? Und meine Antwort ist eigentlich immer die, wie machen Sie das denn jetzt? Wenn Sie jetzt keine Product Ownership definiert haben, wie funktioniert das denn überhaupt? Eine Sache, wo man vielleicht durchaus mal drüber nachdenken soll. Wie kann ein klassisches Projekt funktionieren, wenn nicht ein Product Owner da ist? Den nennen Sie vielleicht Produktverantwortlichen oder Projektauftraggeber oder was auch immer. Aber wenn Sie keine Product Ownership haben und kein Product Backlog, also wie auch immer Sie es bezeichnen, aber ich frage mich, wie wollen Sie dann klassisches Projektmanagement durchführen? So, und das ist das Interessante. Das kann ich mit den meisten anderen Punkten auch machen. Und es gibt schon ein paar Punkte, die ich dann mitnehmen sollte, die von der Denke her anders sind, die sozusagen eine Philosophieänderung bedeuten, die ich aber immer noch mit klassischen Methoden machen kann, zum Beispiel Leistungsumfänge aufsplitten. Ja, aber ich meine, dass es Regeln gibt, wie Projekte dauern nie länger als 12 Monate oder wie auch immer Unternehmen das definieren, ist auch nichts vollkommen Neues. Man muss es vielleicht nur noch radikaler betreiben, weil einfach die Empirie uns zeigt, dass wir mit großen Projektumfängen nicht klarkommen. Und ich muss nicht einen Flughafen so bauen, nur damit irgendjemand nachher das silberne Band durchschneiden kann, dass alles gleichzeitig startet. Ich kann das auch nach und nach machen und genauso kann ich es mit den meisten anderen Sachen auch machen. Und dann habe ich zwischendrin Lernkurven, aber eigentlich alles Dinge, die zum guten klassischen Projektmanagement dazugehören. Anzahl der Auslieferungen erhöhen. Timeboxing, ja, ich halte es für eine super Sache. Muss jeder selber wissen, Product Ownership, Prioritäten regelmäßig überprüfen, ja, das ist natürlich einfacher und intuitiver im Agilen, aber ich meine, dafür haben wir Change Request. Wer nicht regelmäßig seine Prioritäten überprüft, macht meiner Meinung nach auch einen schlampigen Job im klassischen Projektmanagement. Ich muss doch auch im klassischen Projekt überprüfen, wie weit hat sich die Welt verändert, wie weit habe ich was gelernt. Schätzen, auch eine Sache, machen die Agilisten meiner Wahrnehmung nach meistens besser als die Klassiker, weil sie mehr Tools haben. Aber schätzen müssen wir eigentlich noch dringlicher im klassischen Projektmanagement. Die Zeit läuft mir weg und so weiter und so fort. Da kommt noch eine Karte. Also Quintessenz, die Mehrzahl der Techniken lassen sich sehr, sehr sinnvoll und auch zum großen Teil isoliert in klassisches Projektmanagement einbinden. Bleibt noch die Frage, was ist wirklich wichtig? Eine agile Kultur. Wer vorher nicht offen miteinander gesprochen hat, der wird auch im klassischen Projektmanagement scheitern. Der Witz ist nur der Kick. Agile Methoden legen den Finger in die Wunde. Wenn ich keine Kultur habe, dass offen und transparent und ehrlich miteinander gesprochen wird, bei agilen Methoden, da kocht es hoch. Da wird es deutlich. Agile Methoden unterstützen nicht diese Kulturen, so, wo die Decke des Schweigens über alles drüber gelegt werden. Also agile Methoden unterstützen diese Kultur nicht, so rum muss ich sagen. Agile Methoden machen es transparent. Wann sollte ich jetzt was einsetzen? Wir hatten vorhin die Diskussion, gibt es bald kein klassisches Projektmanagement mehr? Und nein, meine persönliche Meinung ist, klassisches Projektmanagement sollte nach wie vor die Grundbesolung auch in der Ausbildung sein. Und viele Dinge sollten wir über klassisches Projektmanagement abarbeiten. Die Zeit ist, wie gesagt, recht kurz, aber
Viele von Ihnen werden die Stacy-Matrix kennen. Das ist für mich eigentlich immer so die Grundnavigation, wie ich Aufgabenstellungen angehe. Ich schaue mir an, wie weit sind die Anforderungen klar? Verstehe ich wirklich, was mein Auftraggeber will oder noch besser, was er braucht? Das sind ja auch oft zwei verschiedene Dinge. Bin ich mir darüber im Klaren, wie ich das realisieren kann? Egal, ob ich das mit der Schippe mache oder mit einem IT-Programm oder mit einem Buch oder einem Abschlussbericht, was auch immer, weiß ich, wie ich rangehen soll. Und wenn ich mir bei beidem sicher bin, dass die Klarheit hoch ist, dann brauche ich entweder gar keine Projektmanagement-Methoden, dann ist die Sache nämlich simpel, oder ich brauche klassisches Projektmanagement, da kann ich nämlich auf lange Zeit planen, da kann ich sozusagen diese Arroganz mir erlauben, zu glauben, dass ich über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinweg die Zukunft vorhersagen kann und genau planen kann und nachher nur noch kleine Korrekturen über Change Requests mache. Wenn ich aber in einem Umfeld bin, wo es eben nicht kompliziert, sondern komplex ist, dann sind agile Methoden in meinen Augen die Vorgehensweisen der Wahl. Mein Bild ist immer der Surfer. Gut, dann kommt noch der Chaosbereich, den lasse ich jetzt mal außen vor. Aber mein Bild ist immer der Windsurfer, der in einem komplexen Umfeld unterwegs ist. Und was macht der? Der hat ein langfristiges Ziel, wo er hin will. Und nach jeder Welle, nach jeder Böe sortiert er sich neu. Innerhalb des Sprungs oder innerhalb der Böe hat er ein festes Verfahren, wie er damit umgeht. Ich kann leider nicht richtig surfen. Ziehe ich das Segel dicht oder weit oder was auch immer, dann sortiere ich mich, sehe, wie viel Drift war da, wo bin ich jetzt gelandet und dann mache ich den nächsten, im Scrum würden wir sagen Sprint, und sortiere mich, was ich mache. Das muss ich im komplexen Umfeld machen. Vorteile sind zum Beispiel die, dass ich kontinuierlich Nutzen entfalte, im Gegensatz zum klassischen Projektmanagement, wo ich die Auslieferung erst am Schluss habe und entsprechend auch Risiken natürlich viel besser im Griff habe, weil ich ja früher ausliefere. So, da werden lauter Karten gezeigt. Also, was machen wir jetzt? Was nehmen wir da draus? Meine persönliche Ableitung. Ganz wichtig, und das missverstehen meiner Meinung nach ganz viele so agile Verfechter der agilen Methoden, die dann sagen, alles muss agil gemacht werden und wir müssen jetzt von 0 auf 100 gehen. Jede Organisation, jede Aufgabenstellung hat ihre eigene Geschichte. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Sachen gehört. Von macht mein Senior Manager nicht über, wir haben schon 50 Teams am Laufen, aber das ist noch lange nicht genug. Und das muss ich berücksichtigen. Ich muss mir anschauen, wie ist die Kultur, jede Organisation individuell betrachten und dann kann ich systematisch mir anschauen, was sind die situativen Parameter und was sind die Elemente, die ich einsetzen kann. Dass ich also so eine Art Cafeteria-Prinzip habe, wo ich mir überlege, welche Elemente des Agilen nehme ich. Voraussetzung ist natürlich, dass ich auch frühzeitig anfange, entsprechend eine Ausbildung zu betreiben. Und dann komme ich zu einem individuellen Set und gehe von kleinen Undercover-Schritten, vielleicht wo ich nicht mal agil die Methoden in den Mund nehme oder überhaupt benutze, gehe ich dahin, dass es immer breiter ausgerollt wird, aber auch nicht unbedingt zu 100%. Meine Quintessenz also, agile Methoden ermöglichen oft sprunghafte Verbesserungen, also wie der Vorsprung, aber nicht überall und vor allen Dingen sind sie übrigens auch keine Projektmanagement-Methoden, weil agile Methoden kontinuierliche Entwicklungsmethoden sind und Projekte wollen keine kontinuierliche Entwicklung, sondern haben ein bestimmtes Ziel. Eigentlich bin ich hier auf der vollkommen falschen Veranstaltung. Agile Methoden sind keine Projektmanagement-Methoden. Aber oftmals können wir halt über die Umdefinition der Aufgabenstellung viel bessere Ergebnisse erzielen. Klassisches PM ersetzt das nicht durchgängig und wichtig ist der gute Fit. Das muss zueinander passen und es geht nicht darum, agile Methoden durchzuführen, weil wir jetzt agil werden wollen, sondern es muss passend sein und dann kann ich das durchaus in kleinen Schritten machen. Erlauben Sie mir noch zwei Worte. Wenn Sie das interessiert hat, Workshop zum agilen Projektmanagement, 9.12. machen wir das nächste Mal. Finden Sie unter diesem Link und noch viel wichtiger, die Zettel, die Sie neben sich da haben. Wir machen momentan eine aktuelle Studie zusammen wieder mit der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement und zwar geht es darum, um eine evidenzbasierte Ermittlung der Erfolgsfaktoren. Grundidee ist die, typischerweise erarbeiten wir das, was gut oder sinnvoll ist im Projektmanagement, auf der Basis von, ja, Experten sagen es, oder wir fragen Leute, die gute Projektmanager sind, was ist denn eigentlich wichtig? Hier versuchen wir es mal mit einem etwas anderen Ansatz. Die Studie ist momentan offen, wenn Sie daran teilnehmen würden, würde mich sehr freuen. Und jetzt, alle Karten sind schon verteilt. Aber jetzt bin ich mit den Punkten durch. Vielen herzlichen Dank. Jetzt freue ich mich über die Diskussion.